Aktuell, wenn ich jetzt 100 neue Mitarbeiter hätte, die würde ich sofort einstellen können bei mir im Vertrieb. Ich heiße Lisa Stamm, komme aus Pforzheim ursprünglich, studiere jetzt mittlerweile in Schwäbisch Hall, im schönen Schwäbisch Hall. Und bin jetzt im zweiten Semester und studiere Management und Vertrieb, Finanzdienstleisterrichtung. Ja, Gerhard Hinterberger, 58 Jahre alt, davon 32 Jahre bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall, von Beginn an im Vertrieb und seit 2001 verantwortlich im Vorstand für den Bereich Vertrieb. Gerade momentan, Geld wird immer weniger wert und was mache ich und wie lege ich es an und meine Rente ist überhaupt sicher, was für Möglichkeiten habe ich da überhaupt noch zu machen? Mein Name ist Eckhard Kleine. Ich bin der Studiendekan für den Studiengang Management und Vertrieb Finanzdienstleister. Wir haben es hier mit Dienstleistungen zu tun und nicht mit einem Produkt, was Sie anfassen können. Aber es ist eine genauso faszinierende Aufgabe, Marketing und Vertrieb für Dienstleistungen zu betreiben. Finanzdienstleistungen, ich sag mal Finanzen als Produkte und Dienstleistungen wirklich als Dienstleister auch aufzutreten gegenüber dem Kunden, ihn zu begleiten, zu beraten, wenn es geht, über die Lebensphasen, die hier wirklich sehr unterschiedliche Bedürfnisse am Ende des Tages auch auswerfen. Ich glaube, so kann man Finanzdienstleistungen schön umschreiben. Mein Name ist Alexander Jung, ich bin 22 Jahre alt, komme eigentlich aus Ludwigsburg, bin nach Schwäbisch Hall gezogen, studiere Management, Vertrieb, Finanzdienstleistungen. Also ich habe ja erst Anzüge verkauft während meinem Abitur bei Bräuninger und habe da einfach gemerkt, ja, mir macht Vertrieb extrem viel Spaß. Habe mir gedacht, ja, ich suche mir auch noch ein anderes Produkt, das mich auch noch fasziniert. Einfach Dinge, die auf den Kunden auch zugeschnitten werden können, wie ein guter Maßanzug, der dem Kunde wirklich perfekt passt. So ist es auch zum Beispiel bei einem Kredit, der einfach ja, richtig auf den Kunden zugeschnitten ist. Die meisten der Absolventen dieses Studiengangs werden nach Abschluss ihres Studiums sicherlich im Vertrieb arbeiten, in Banken, bei Vermögensberatungsgesellschaften oder in Versicherungen. Es eröffnen sich aber auch ganz andere Möglichkeiten. Sie können in den genannten Bereichen selbstverständlich auch sehr gut im Marketing eine Stellung finden. Sicherlich hat die Finanzdienstleistungsbranche einen kleinen Knacks bekommen durch die letzte Finanzkrise. Ich meine aber, dass wir hier sehr, sehr stark differenzieren müssen. Natürlich gab es einige, die dieses schlechte Image erzeugt haben im Bereich der Banken, auch der Vermögensverwaltungen. Es sind eben wieder genau ein paar, die es einfach verkackt haben, so gesehen. Das ist kein Argument, was insgesamt gegen diese Branche spricht. Wir lernen hier ja auch in Unternehmensführung gerade sehr, sehr viel auch über Unternehmensethik. Und ich finde es auch sehr, sehr gut, dass sowas auch gerade in unserem Studiengang ja, gelehrt wird. Es ist eine Tätigkeit, die immer mit Menschen zu tun hat. Also ich denke, Vertrieb hat sich in den letzten Jahren sehr gewandelt. Jeder Tag ist anders. Jeder Tag ist eine neue Herausforderung. Heutzutage muss man dem Kunden Systemlösungen bieten. Das habe ich gerade in meinem Praxissemester auch gemerkt. Die Kunden wollen nicht nur das Produkt haben, sondern sie wollen auch alles drumherum haben. Das den Leuten eben näher zu bringen, zu sagen, hey, pass mal auf, wenn du das machst, dann hast du es später einfach besser im Leben. Ja, das finde ich wichtig. Und all diese Facetten machen es zu einem komplexen Gebiet, aber einer sehr spannenden Aufgabe. Weil das, glaube ich, eine Branche ist, die absolut Zukunft hat. Die Studiengänge hier am Campus Schwäbisch Hall, die haben wir ja nicht am grünen Tisch konzipiert, sondern die sind in Diskussionen mit der örtlichen Industrie, den regionalen Finanzdienstleistern und so weiter besprochen worden und ausgearbeitet worden. Das heißt, wir bilden genau die Studierenden aus, die vom Arbeitsmarkt auch gesucht werden, die Unternehmen haben wollen. Der Campus ist, wenn man sich anschaut, ein topmodernes Institut. Ich glaube, die Ausbildung steht hier im Mittelpunkt. Ja, die Hochschule an sich ist super eigentlich. Auch die Leute hier, die Professoren, die sind super nett, die sind hilfsbereit. Die Studenten unter sich sind auch verschiedene Semester, sind super nett zueinander. Und man hat irgendwie, gerade weil es noch eine relativ kleine Hochschule ist, hat man einfach einen Zusammenhalt hier, den man an einer Uni einfach nicht hat.
Und das prägt gute Vertriebler. Wenn die dann gut ausgebildet sind, haben ein klasse Studium auch noch, ja, was will man mehr? Dann ist eigentlich der Erfolg vorprogrammiert.